Ein spannendes Zweifamilienhaus hat mein Interesse als Investor hier in Philadelphia geweckt. Alle Zahlen, Daten und Fakten zu diesem Objekt siehst du in diesem Video. Let's get into it! Willkommen bei der Lucas Show. Mein Name ist Lukas, ich bin als Immobilieninvestor hier an der Ostküste der USA im Großraum Philadelphia unterwegs. Hier in den USA gibt es ein Immobilienportal nur für Makler, das sogenannte MLS, also Multiple Listing System. Und darin habe ich ein spannendes Objekt gefunden, was mein Interesse geweckt hat. Nein, ich bin kein Makler, aber ich arbeite mit verschiedenen Maklern zusammen und habe deswegen Zugriff auf dieses System und kann mir Objekte darin anschauen, wenn sie auf den Markt kommen. Das Objekt liegt in dem Vorort Prospect Park, das ist so südwestlich von Philadelphia, ganz in der Nähe von großen Arbeitgebern wie zum Beispiel Boeing, der internationale Flughafen Philadelphia und auch verschiedene Krankenhäuser sind in diesem Vorort angesiedelt. Von daher verkehrsgünstig gelegen und auch ja, ganz gut. Ob und wie es mit diesem Objekt weitergeht, siehst du am Ende des Videos. Jetzt schauen wir uns erstmal das Exposé von dem Haus auf Zillow.com an. Um dieses Objekt geht es. Ein Duplex in Prospect Park, 550 Maryland Avenue. 240.000 will der Verkäufer dafür haben. Schauen wir uns kurz die Bilder mal an. Da gibt es nicht allzu viel zu sagen. Also ist die rechte Seite von einem Duplex. Das heißt, das Haus ist eigentlich ein Quad, also vier Apartments drin. Zwei links, zwei rechts und je Duplex einen Aufgang. Eine sehr, sehr schöne Küche, die 70er, 80er haben angerufen, wollen ihre günstige Küche von damals zurück. Dann haben wir hier ein Schlafzimmer, das sieht aus wie Echtholzfußboden. Dann haben wir hier hinten den Ausgang zum Balkon. Dann ist das wohl das andere Schlafzimmer mit Deckenventilator. Sind diese Blinds, also die Jalousien, sind die so gefärbt oder ist das Zigarettenrauch? Ja, das war es auch schon, was wir an den Bildern hier haben. Was sehen wir noch? Das Haus ist 71 Tage am Markt, das ist lang und das Haus hat ein Pending Offer. Also einer hat schon ein Angebot abgegeben. Wir haben Tenants, also Mieter auf der zweiten Etage und man kann sich das angucken, wenn man wirklich Interesse hat. Aha. Waschmaschine und Trockner für beide Apartments gehören dem zweiten Floor Tenant, also gehören dem Mieter oben. Macht keinen Sinn. Egal. Okay, das ist ein MLS-Listing. Also hier ist das MLS. Das ist die Maklerin. Wir haben ein Duplex, Baujahr 55. Keine Klimaanlage, Elektrik. Also das sind dann Window Units. Drei Parking Spaces, Baseboard, diese Radiatorheizung am Fußboden, also am unten eben Heißwasser und Gas. Jo, was haben wir hier noch? Das ist der Marktwert, die Schätzung dazu. Okay, das ist wichtig und zwar für diesen Verkauf hat es der Verkäufer schon mal am 24.8. probiert. Für 230 hat es aber auch gleich am 24.8. auf 250 gebumpt. Waren wieder Profis am Werk beim Einstellen, würde ich sagen. Also die, wenn die das in das Portal einstellen, scheint es wohl da irgendwie, ja. Auf jeden Fall haben sie sich mal ups um 20.000 vertan, haben das draufgeschlagen. Dann stand es am 24.8. für 250 drin. Und sage und schreibe, zwei Monate später haben sie festgestellt, das will keiner haben für 250. Gehen wir mal 4% runter auf 240.000. Okay. Und dann am 28.10. haben sie ein Offer bekommen, beziehungsweise haben sie es umgestellt. Davor wäre auch noch interessant, was haben sie noch gemacht? Bei der Price History, hier sehen wir jetzt, dass der Eigentümer, wann hat er das gekauft? Hier. Hier sehen wir jetzt, dass der aktuelle Eigentümer das Haus am 2.7.2015 für 169.900 gekauft hat. Dann haben die das hier wohl scheinbar ein paar Mal versucht zu vermieten. 2018 für 1.100. Das haben sie dann auch geschafft, wie es ausschaut. Also sold. Ah, okay, klar, weil es ein MLS-Listing ist, haben sie da eine Miete draus gemacht und dann, dann stellt das hier als sold da. Ist ja, ist auch. Tut nichts zur Sache. Okay, also 1.100 wäre so der Mietpreis circa.
Dann haben sie es 2019 wieder versucht zu vermieten, ein Jahr später. Ah ja, genau ein Jahr später. Also das heißt, es war ein 12-Monats-Vertrag und die sind wohl ausgezogen. Da haben sie es für 1200 vermietet oder haben es versucht, eingestellt. Dann haben sie es wieder rausgenommen. Das heißt, die werden wohl hier auch wieder einen Mieter gefunden haben. Und haben es dann für 1250 eingestellt. Also hier sieht man schön den Mietpreis, wie der sich steigert. 1100, 1200, 1250. Haben es dann rausgenommen. 2020 und haben es 2021, also jetzt dann für 230, 250 eingestellt. Okay, also hat eine gewisse Historie. Aber wichtig für uns ist, 2015 hat das der aktuelle Eigentümer für 169.900 gekauft. Steuern sind hier recht hoch, na nicht recht hoch, aber ist okay, 5.505. Also das Tax Assessment ist genauso hoch wie sein Kaufpreis, das ist auch interessant. Ja, was haben wir noch? Schulen 7 und 6, also ganz gute Gegend. Da haben wir Comparables, bla bla bla. Was mich hier aber noch interessiert, ist die Lage. Schauen wir uns mal an, das sind Bahnlinien. Also von der Lage, hier ist der Airport, hier sind jede Menge große Firmen, also Boeing zum Beispiel und so weiter und so fort. Dann haben wir noch hier jede Menge Krankenhäuser in der Gegend. Und da ist auch Philadelphia. Also hier ist Drexel Hill, hier ist Philadelphia, hier ist der Norden, Süden und so weiter. Und hier drüben ist schon New Jersey, da ist New York. Und hier unten haben wir Baltimore und Washington. Also von daher genau in der Mitte. Und relativ zu Philadelphia eigentlich auch ganz gut gelegen. Also hier sind die I-95, das ist eine große Interstate, die 476. Also genau dazwischen, das ist eigentlich ganz gut gelegen. Ja, so viel zum Zillow-Listing. Bevor wir jetzt unseren eigenen Business Case rechnen, das heißt unseren Investoren-Business Case, schauen wir uns einfach mal an, wie das Haus derzeit für den Verkäufer dasteht. Also wie sieht der Business Case, der Ist-Zustand mit diesem Haus aus Verkäufersicht aktuell aus? Was wissen wir alles aus dem Listing bzw. aus dem Seller's Disclosure? Das ist das Dokument, was der Verkäufer ausgefüllt und unterschrieben hat, bevor er das Objekt auf den Markt gegeben hat. Wir wissen, ein Apartment ist nur vermietet und der Mieter zahlt nur $925 pro Monat. Das andere Apartment steht leer. Wir wissen, dass der Verkäufer dieses Objekt im Jahr 2015 für $169.900 gekauft hat. Ich tippe mal, er hat es nicht Cash gekauft, er wird es finanziert haben und somit wird er auch noch Finanzierungskosten jeden Monat haben. Wir wissen, wie hoch die Steuerlast für dieses Objekt ist und wir wissen ungefähr, was die Versicherung für so ein Objekt kosten würde. Und jetzt übertragen wir einfach mal alle diese Zahlen und Fakten, die wir kennen, in unser Excel-Tool und gucken, wie der Business Case jetzt zurzeit für den Verkäufer ausschaut. Auf geht's! Den Link dazu setze ich dir unter das Video in die Beschreibung und das kannst du dir runterladen und einfach mal selbst reinschauen, dir ein Excel draus runterladen und mit den Zahlen rumspielen. Also übertragen wir mal die Zahlen. Wir haben 169.900 war der Kaufpreis. Zu diesem Kaufpreis hat er das damals gekauft, der aktuelle Besitzer. Gehen wir davon aus, wird es nicht Cash bezahlt haben, sondern finanziert haben. Da bringt er mindestens 25% mit. 25 Jahre, 4%, vielleicht waren die Zinsen damals höher, aber gehen wir mal von dem Business Case aus. 25 Jahre Amortisationszeit, 4% Zinsen. Closingkosten werden auch so um die 3-4% liegen. Das heißt, er hat 175.000 investiert. Property Tax Stand heute sind 5.505. Das haben wir auch gesehen. Das sind alles öffentliche Daten. Versicherung für dieses Haus kostet so circa $1200 im Jahr. Management Fee, das Haus ist nicht von einer Hausverwaltung verwaltet, sondern sozusagen selbst verwaltet durch den Eigentümer. Und Wartung, ich sag mal, er legt nichts zurück. Wenn wir jetzt noch irgendwelche Zusatzkosten wie zum Beispiel Wasser und Abwasser mit einrechnen, gehen wir mal von $1300 im Jahr zusätzlich aus. Und aktuell wissen wir, dass eine Wohnung nur vermietet ist, und zwar das obere Apartment. Das untere Apartment steht leer. Aus dem Seller's Disclosure, was der Verkäufer ausfüllen muss, wenn er das Haus im MLS listet, da geht raus hervor, dass er die obere Wohnung für $925 vermietet hat. Das heißt, sein monatliches Einkommen sind $925 aktuell. Und das sind die Ausgaben, demgegenüberstehend.
Leerstand 5%, sagen wir mal, vollkommen egal. Es steht aktuell eine Wohnung leer. Das heißt, aus heutiger Sicht ist das Haus mit einem Faktor von 15, also knapp 16 zu bewerten. Also 16, das ist schon fast, naja, das ist in Deutschland, ne? So, da ist der Faktor, glaube ich, ungefähr in dieser Region. Bei uns, also hier, wir würden kein Haus kaufen unter 6, 7, 8 vielleicht, aber 15. Dann haben wir hier Bruttomietrendite von 6,3%. Bruttomietrendite von 6,3%. Da kann ich AT&T-Aktien kaufen, da habe ich mehr davon und muss mich nicht mit Mietern rumärgern und irgendwas reparieren. Also hier, das funktioniert nicht. Cash-on-Cash-Return negativ. Cash-on-Cash trotz Principal negativ. Also Principal in diesem Fall. Das Haus könnte der Verkäufer jetzt direkt ablösen. Das heißt, es gibt keine Vorfälligkeitsentschädigung und jeden Monat, den die Mieter Miete bezahlen, zahlen sie dem Eigentümer sozusagen Equity ab, also das Haus ab. Und da man das sofort realisieren könnte, kann man das auch so betrachten, dass das eigentlich inklusive Principal eine bessere Zahl sein müsste, ist hier aber negativ. Das heißt, er macht monatlich einen Cashflow von $469 nicht. Also er verliert jeden Monat Geld mit diesem Haus. So schaut das Haus aktuell für den Verkäufer aus. Ich kann verstehen, dass er es loswerden möchte, beziehungsweise er könnte es auch turnen, also investieren und umdrehen, aber er will es verkaufen. Also das Haus liegt dem Verkäufer auf der Tasche und es scheint ihm auch über den Kopf gewachsen zu sein und nicht zu knapp. Oder er hat nur auf die Wertsteigerung spekuliert, hält das Haus und will es jetzt zu Bestpreisen einfach verkaufen. Er hat sich das Haus für 169.900 vor 6 Jahren gekauft und nimmt jetzt eben 6 Jahre später eine 40% Wertsteigerung mit. Zumindest versucht er das. Auch kein schlechter Business Case, oder? Und hier sind die aktuellen Zahlen. Das heißt, das ist der Kaufpreis aktuell für dieses Haus. Das ist das, womit wir rechnen würden. Aktuell will der Verkäufer 240.000 haben. Das haben wir auch im Zillow-Listing gesehen. Wir würden das Haus entweder komplett Cash bezahlen, ohne Finanzierung oder finanzieren. Das schauen wir noch. Dann haben wir aktuell, wenn wir es finanzieren würden, auch wieder 4% circa, 25 Jahre Amortisation, Closing-Kosten in diesem Fall auch wieder 3,36% circa. Repairs, also im Durchgang dieses Hauses kam halt raus, dass das Haus eine Menge zu reparieren hat, also da ist die Klimaanlage geht nicht, die ist nur für ein Apartment, der Müll, der rumliegt und ja, verschiedene Sachen, die halt zusammenkommen. Kalkulieren wir einfach mal mit 20.000 pauschal an Reparaturkosten, das heißt, das Gesamtinvestment für dieses Objekt bei diesem Kaufpreis wären 268.000. Was haben wir noch für Ausgaben? Die Steuern bleiben natürlich gleich im Vergleich zum aktuellen Eigentümer. Das heißt, das Haus wurde erst kürzlich neu bewertet. Da passiert nicht viel. Das heißt 5.505. Versicherung bleibt gleich. 1.200 circa. Wir rechnen mit 10% Management-Fee und 10% Instandhaltungsrücklagen. Die anderen Kosten, wie zum Beispiel Wasser und Ähnliches, das bleibt im Monat auch gleich. Also im Vergleich zu dem, was der aktuelle Eigentümer bezahlt, deswegen rechnen wir das mit. Wasser in diesem Haus ist sogar getrennt, das heißt, das Haus hat 2 Wasseruhren, pro Apartment eine, das ist ganz gut. Das ist recht selten, aber in diesem Fall gut. Und das monatliche Einkommen hier wären 2.400. Hier unten gibt es den Reiter Leases. Da siehst du den Vergleich, das ist die As-Is. Also das Einkommen vom aktuellen Eigentümer, 925 für die erste Etage und die Zielmiete in dieser Gegend für ein Apartment dieser Größe wäre mindestens $1.200. Das heißt, aktuell 925 und das Ziel wären 2.400. Schauen wir uns die Renditebetrachtung an. Das bringt das Haus bei diesem Kaufpreis auf ein Multiple von 9,3. Bruttomietrendite knapp über 10%. Und da das Haus komplett finanziert ist, ist Cash on Cash und Principal gleich. Also Cash on Cash und Cash on Cash mit Principal ist in diesem Fall gleich. 5%. Also nochmal 5%. Dafür braucht man keine Immobilien kaufen. Für 6-7% kann man auch AT&T-Aktien kaufen. Das macht keinen Unterschied. Da muss schon mehr kommen. Und du siehst, das Haus ist in dieser Form bzw. mit diesem Kaufpreis nicht wirklich rentabel. Also für 5% braucht man den Aufwand nicht betreiben. Das heißt, der Preis hier, der muss sich gravierend ändern. Und da kommen wir zur Frage, was wäre ein Preis, den du eintragen würdest oder wo du sagen würdest, den würdest du für dieses Objekt bieten,
der für dich Sinn machen würde. Das interessiert mich mal. Also gleich vorab, 240.000 können wir nicht bieten, haben wir auch nicht angeboten. Wir haben ein Angebot gemacht. Wie hoch, wie viel, was die Modalitäten sind, kann ich noch nicht sagen, weil wir aktuell wirklich in der heißen Phase der Verhandlungen sind. Und ja, deswegen würde ich da ungern einen Joker aus der Hand geben. Das Haus ist spannend, aber eindeutig zu teuer. Overpriced. Wo würde dein Angebot liegen? Wenn du das Haus kaufen würdest, wie hoch würde dein Angebot ausfallen? Schreib mir das mal in die Kommentare, das interessiert mich. Du findest hohe Renditen und US-Immobilien spannend? Das drückst du am besten mit einem Like unter diesem Video aus. Fazit: Ja, wir haben ein Angebot abgegeben. Derzeit kann ich aber noch keine Details verraten, da wir mitten in den Verhandlungen stecken. Das heißt, Inspektion ist gescheduled, also geplant. Danach geht es in die Verhandlungen, knallhart, wieder im Infight. Wie du aus anderen Videos von mir schon gesehen hast, Links dazu, Grey Goose, ein Projekthaus, wo das abging mit den Verhandlungen, Charlie Harper und andere. Einfach mal schauen, die Links dazu findest du in der Beschreibung dieses Videos. Wann es mit diesem Haus weitergeht, kann ich dir noch nicht sagen, hängt davon ab, wie die Verhandlungen mit dem Verkäufer laufen. Dennoch, deine Angebotszahl interessiert mich. Schreib mir mal in die Kommentare, was hättest du angeboten? Falls und ob es mit diesem Haus weitergeht, findest du News dazu bei Instagram oder auf meinem Kanal hier. Jetzt bleiben für dich noch ein paar Hausaufgaben. Erstens, Like da lassen. Zweitens, Kanal abonnieren und Glocke aktivieren. Dann wirst du sofort informiert, wenn es mit diesem Haus weitergeht. Halt, Moment, eine weitere Hausaufgabe für dich. Wir brauchen einen Projektnamen. Ich gehe davon aus, mit diesem Haus geht es weiter. Da habe ich so ein Gefühl. Deswegen kein Projekt ohne Projektnamen. Stichworte zum Haus, es ist ein rotes Backsteinhaus, die Straße heißt Maryland, der Stadtteil heißt Prospect Park, Philadelphia. Sei kreativ, schau dir das Video nochmal an, schau dir das Exposé bei Zillow an, den Link siehst du auch in der Beschreibung dieses Videos und dann bin ich auf deine Vorschläge gespannt. Welche Projektnamen passen zu diesem Haus? Jetzt danke ich dir für deine Aufmerksamkeit, wir sehen uns im nächsten Video, bis dahin.